Wir sind wieder bei einer neuen Folge von GTA Online und wir schauen uns einfach mal an, was heute passiert. Auf der linken Seite. Oh. Timothy! Was ist Marvin? Für was? Oh. Jetzt hab ich's. Ja, kleiner Marvin. Kauf mal alles ein, mach Shopping. Shopping, ihr Schlampen. Was? Du Geld ausgibst. Für mich. Mein ganzes Geld. Das ist dein Geld, also von daher. Money, Mann. Ja. Weißt du, ich habe den Song Money, Money gesungen. Ja. Aha. Money, Money, Money. Oh, diese Zeiten heutzutage echt schwer. Ja, irgendwie Totenstille. Ich heiße Marvin. Nein, wir sind allein gegen zwei, oder? Wir sind allein gegen zwei. Du kannst ein Fahrzeug nehmen. Ja, ich weiß, dann bin ich auf der Suche. Da stand doch eins vor dir, Junge. Oh. Da auf dem Parkplatz, du Lappen. Hab eins. Ja, das ist ein Elektrofahrzeug. Oh ja. Ich hab auch voll eins. Hybrid. Ich bin halt umweltbewusst. Ich auch. Ich produziere massenhaft Schrott. Nicht nur mit dem Gelaber. Ich würde mir einen Punkt setzen. Du kannst auch so fahren. Ach ja, diese Folge ist wieder der Typ mehr bei mir dran. Nächste Folge bin ich wieder dran. Und die Folge besteht nur aus korrupter Kopf. Also es ist nur eine Mission. Boah, ist der schnell, der Wagen. What? Warum ist er auf einmal so schnell? Der hat dich gesehen, wie wegfahren. Ja. Der geht richtig ab, der Typ. Ja, ich sehe es auf der Map. Weil jemand zu unfähig ist, hier Autos zu fahren. Ein scheiß Elektroauto. Du fährst lieber Auto als ich? Nee. Doch Auto schon, Motorrad fährst du vielleicht besser. Nee, Auto. Motorrad bin ich noch nie gefahren. Na cool. Also bist du schon mal besser. Du musst ihn töten, du musst ihn töten, du musst ihn töten, du... Du musst sie töten, du musst sie töten! Werf eine Haftbombi! Bombi. Bombini. Oh Gott, du bist so unfähig. Huch. Werf sie doch einfach! Mach hoch! Jag die doch hoch! Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Alter! Da ist doch kein... Und zu mir sagen, ich bin schlecht. Was machst du? Da hinterherfahren. Du drehst dich im Kreis. Sag es nicht. Mia, sag es im Auto. Ja, dann steigst du vielleicht um. Ich glaube, das wird jetzt sehr kurz zu folgen. Das ist doch voll unfair, wir allein gegen euch zwei. Wir sind zwar bosshaft, aber gegen zwei. Huch. Ups. Hol doch die Polizei. Ich hab die Polizei im Arsch. Ja gut, lass die Polizei sie töten und dann nehmen einfach die Materialien. Von wo hinterher? Ja, gönn dir. Ich bin Zuschauer. Gönn dir. Guten Tag, Herr Officer. Irgendwie fahren die aber falsch. Nee, du fährst mir hinterher. Er ist geil auf dich, was? Nee. Ja, sorry, du bist ja immer nur geil auf mich. Gerade mal. Ja, hast du schon zugegeben. Aha. Das Glaubensbekenntnis hat gesagt, dass du mich magst. Oh, nicht Horror. Hang Horror? Habt ihr die schlimme Nachricht schon mitgekriegt? Die mega schlimme Nachricht? Welche? In China ist ein heißer Sack umgefallen. Mir war so klar, dass da nichts Scheiß bei rauskommen kann. Warum? Ich kenn dich.
so gut. Ja, leider. Nächstes Jahr Gamescom. Oh mein Gott. Das haben wir hier auf dem Kanal auch nicht angesprochen. Nein. Ihr könnt nächstes Jahr euer Playbox auf der Gamescom sehen. Oh. Ob das gern... Ich bin einfach mal still. Jetzt hab ich wieder einen Stern. Der deinen Namen dreht. Schieß auf die Reifen! Schieß auf die Reifen! Nee! Er hat's gecheckt, er hat mal die Reifen getroffen. Alter. Ich kann euch auch gar nicht hören, ne? Du kannst uns nicht hören. Hä, hey, kannst du nicht uns hören? Im Endeffekt frage ich mich, ob du weißt, dass der Kasmus ist. Stimmt! Ja, manchmal vergesse ich halt Sarkasmus, weil ich so sarkastisch da. Ah. Hast du gerade Orgasmus gekriegt? Nee. Dank deinen Stimmel. Was? Ich könnte das sagen, aber. Ja, sag, gönn dir. Nein. Gönn dir. Nee. Kannst du dich mal von meinem Arsch wegbewegen? Nein. Ich glaube, es war eher eine Frage an dich. Also, was sagst aber du? Aber auch nein. Ich wollte halt schon ein bisschen mit schwulische Stimme machen. Die kann ich zwar kaum. Krieg ich die Bulimie im Leben los? Ja, wenn du so beschissen wärst, ist klar. Pass auf, dass du nicht explodierst. Null Probleme. Hilf noch. Duff. Und wie ist es so nach einigen Monaten wieder GTA? Oh. Jetzt hättest du eine Haftbombe gebaut. Steig doch aus und schieß dich so ab! Jetzt schieß! Ja! Ja! Nimm die Materialien! Oh. Und verpiss dich, Junge! Stern! Verpiss dich! Hinter dir ist was los. Ja, einfach gegen den Baum fährt. Ah, aber nicht nur ich. Komm, Erik, wir schaffen das. Komm, bist du's? Hä? Nein. Wo? Oh. Ich bin zwar grad da. Fahr einfach das in die Bullenswabe, Modo. Das seh ich gar nicht. Das seh ich gar nicht. Wollte. Da geht mir vor Wut der Kofferraum auf. Komm doch auf. Die Motor. Jetzt wenden schnell! Nur ein Kilometer! 700. Warum zeige ich das? Nein! Oh. Fahr schneller, Junge! Fahr! Farid Bang! Was? Gangbang, was will? Hop. Mary Poppins, was? Alter! Weh, pass auf. Weh, du machst jetzt irgendeinen Scheiß, Junge. Setz mich doch unter Druck, Mann. Ich setz dich doch gar nicht unter Druck. Wo geht's hier rein? Rechts. Fahr doch hinter rechts rein. Alter. Du Lappen, Alter. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Außer mein Roller, das gibt's doch nicht. Das war 2 Meter vom Ziel, Junge. Ich weiß. Hopp. Steig aus und mach baller. Ja, steig aus, baller, fetter Slalom. Ja, weil ich da hinterher musste, also aussteigen jetzt zu spät. Oder soll ich laufen? Ja. Okay. Usain Bolt könntest. Nein. Ah, da. Auf die Reifen. Ja, ich bin dabei. Bin bereit. Wie das? Nicht auf die Reifen. Pass auf, irgendein Lappen schießt dich ab. Gib dir gleich mal irgendeinen Lappen. Was willst du? Irgend so ein spastiger Lappen. Muss sein. Die Vorlage war so gut. Das höre ich auch in meinem Fußball. Wenn ich das hören würde. Das wäre so eine Sensation gewesen. Unfall.
Was? Steig aus, Haftbombe! Oder. Steig aus! Was machst du, Junge? Ja, Granate, gönn dir, gönn dir, gönn dir! Pass auf, pass auf! Ach, du bist einfach umwechselt, Alter! Bist du mal umwechselt? Das ist innerhalb von ein paar Sekunden. Muffin ist online, offline. Ja, bei mir leckt das gerade rum. Ja, gut, bei ihm leckt's. Ich war's diesmal nicht. Und der Spieler ist fort. Fein um, fein um, fein um! Warte mal, jetzt, nein! Steig aus! Was? Voll hinter Fotze. Voll Mario Götze, was? Entschuldigung. Ja, wo sind die Dokumente? In Dokumentenhausen. Nee, hast du die oder wer hat die? Du? Nee. Scheißwaffe. Doch, wir fahren die gerade hinterher und du hast die Dokumente. Schieß einfach auf sie. Ich sag sie, weil du eine Frau bist. Wusste ich gar nicht. Nee, Charakter. Also. Ja, meine ich doch. Also. Das andere wäre. Hätte ich auch nicht gewusst. A peu à peu. Was? Dancing Queen. Ja. Hört ihr aber? Aber natürlich! Warum redet keiner? Weil ich mich konzentrieren muss. Ja. Du gewinnst sowieso. Yeah, oder hast du Bullen? Mit meiner Strecke, die ich fahren muss, nicht. Hast du Bullen? Nein. Oh, ich bin froh, wenn diese Folge vorbei ist. Ich fahr von dem Highway ab, um wieder auf den Highway zu fahren. Ja, an der Straßenseite halt. Wow, wir nehmen schon eine Stunde auf. Ich weiß noch die eine Stunde Folge damals. Die guten alten Zeiten. Wo das Brot noch Brot war. Und Bernd auch Brot hieß. Was? Was? Ich bin ein Moralapostel, deswegen versteht man nicht alles. Oder ich bin einfach nur scheiße, das ist eins von den beiden. Ja, ich hab's gleich. Ja, mir nicht. Nein! Ich war schon immer hoch. Concentration. Nein, bitch. Nein, nein, nein. Ja. Nein, Mann, Alter, komm. Entschuldigung, muss sein. Wir haben verloren. Wenigstens stehen wir mal in der Werkstatt. Also, das war's jetzt für diese Folge. Und geht er auch online? Ja, diesmal hast du ja gesagt, ja. Ich verabschiede mich hiermit als Kommentator Frank Buschmann. Und ihr bestimmt auch. Ja, ihr verabschiedet euch auch. Mega. Ja. Ciao. Ciao.